Lektion 334. Heute nehme ich die Gaben in Anspruch, die die Vergebung gibt. Ich will nicht einen Tag mehr warten, um die Schätze zu finden, die mir mein Vater schenkt. Die Illusionen sind samt und sonders nichtig und Träume sind vergangen, noch während sie gewoben werden aus Gedanken, die auf falschen Wahrnehmungen beruhen. Lass mich heute nicht wieder so magere Gaben akzeptieren. Die Stimme Gottes bietet allen Gottes Frieden an, die hören und beschließen, ihm zu folgen. Dies ist heute meine Wahl. Und so gehe ich hin, die Schätze zu finden, die mir Gott gegeben hat. Ich suche nur das Ewige. Denn dein Sohn kann sich mit nichts weniger als diesem zufrieden geben. Was anderes also kann sein Trost sein, als was du seinem verwirrten Geist und erschreckten Herzen schenkst, um ihm Gewissheit zu geben und Frieden zu bringen? Heute möchte ich meinen Bruder sündenlos sehen. Dies ist dein Wille für mich. Denn also werde ich meine Sündenlosigkeit erblicken. Lektion 334. Heute nehme ich die Gaben in Anspruch, die die Vergebung gibt.